Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Bayer 04 Leverkusen Karriere. Heute mit dem Oktober. Wir werden die Partien auf jeden Fall heute spielen und auch simulieren. Drei Spiele werde ich selbst in die Hand nehmen und drei Spiele werde ich simulieren. Und wenn euch das heutige Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann starten wir die heutige Folge. Wir sind auf Platz 3. Wir treffen auf Gladbach, Stuttgart, Lüttich, Köln, Wien, Wiesbaden und Mainz. Und ich werde die Partien gegen Köln, gegen Gladbach und gegen Stuttgart selbst in die Hand nehmen und die Partie gegen Lüttich simulieren. Das ist die Startaufstellung gegen Gladbach. Heute mal mit Claude vorne im Sturm, der ja ablösefrei kam vom freien Markt. Paulinho wird durch Ibrahim ersetzt. Genau, und das ist die Aufstellung von Gladbach mit Tonne im Tor, die Abwehr. Wie gesagt, habt ihr gesehen, das war ein bisschen schnell, hätte ich länger laufen lassen sollen. Sei es drum, wir gehen mit 1 zu 0 in Führung durch Diop. Sehr schön, wie er den verwertet hier auswärts in Gladbach. Immer ein sehr schwieriges Spiel, aber heute lief es bereits sehr gut, hatten zwar durchaus Möglichkeiten vor dem Tor, aber dann hat Diop einfach mal eine Chance genutzt und gleich mal genetzt. Und es steht 1 zu 0 für Leverkusen hier. Sehr gut. Damit ist es ein zweites Tor im 6-Ligaspielen. Dann erhöht Ruben Vargas, der Neuzugang aus Augsburg, auf 2 zu 0 nach einem sehr guten Passspiel. So gefällt mir das, so stelle ich mir das vor. Gestern in der Los Angeles Karriere die erste Niederlage kassiert in der Liga gegen Kansas City. Und hier ein 2 zu 0 mal direkt. Und wir erhöhen in der 83. Minute durch Süla oder beziehungsweise in der 87. durch Süla auf 3 zu 0. Süla sein erstes Saisontor im ersten Spiel, damit auch Debüt für den Mann, der auch ablösefrei kam. Hier netzt er direkt ein. Er wurde für Nketiah eingewechselt und trifft sofort. Also Stürmer hätten wir genug mit Nketiah, Akpom, Süla. Nun Adli auch noch. König auch noch. Hier Süla trifft bei Leverkusen Debüt. Und damit bringt er uns auf Platz 1. Hier die letzte Partie, was ich euch noch zeigen wollte. In der letzten Folge gegen Steaua Bukarest. Die haben wir 4 zu 2 gewonnen. Genau, das hätte ich fast wieder vergessen, euch das zu zeigen. Hier die Aufstellung gegen Stuttgart mit Vargas und Süla vorne im Sturm. Und wir gehen auch direkt wieder in Führung durch Süla. Wer denn sonst macht die Führung für uns hier sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt? Hier die Fans natürlich außer Rand und Band. Das haben sie so erwartet. Genau, im Hintergrund läuft noch mein Fernseher, den werde ich jetzt kurz ausschalten, wie unprofessionell. Aber naja, jetzt habe ich den ausgeschaltet. Sorry, Leute. Hier auf jeden Fall das 1 zu 0. Dann kassieren wir allerdings das 1 zu 1 durch Max Kruse. Ausgerechnet Max Kruse mit dem Ausgleichstreffer. Hier, aber das war auch sehr gut herausgespielt. Wenig zu machen für die Verteidigung. Wie soll er auch bitte da den Ball nicht verwerten? 2 zu 1 dann durch Süla. Wieder einmal Süla, der Torschütze. Der gefällt mir einfach wunderbar. Der ist einfach eine Torgarantie im Sturm. Hätte man nicht erwartet von ihm, da er vom freien Markt kam. Und hier in der Bundesliga kommt er direkt an in 2 Spielen, 3 Tore. Das schafft nicht jeder. Hier zur Freude des Trainers und dann in der 89. Minute der Rückschlag wieder. Diesmal ist es Sosa. Aber schaut euch mal das Tor an. Es war irgendwie komisch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Ball ins Tor geht nach dieser Situation. Hier guckt euch die Flanke an, die ist okay. Aber dass der Ball dann so kommt und so ins Tor geht, damit hätte ich nicht gerechnet.
Aber so steht es dann eben 1 bzw. 2 zu 2. Das ist auch der Endstand. Wir spielen gegen Stuttgart 2 zu 2. Da war deutlich mehr drin. Aber nun, das Leben geht weiter. Jetzt folgt die nächste Partie auch. Aber davor Entwicklungsbene Grill auf einer 74, Amiri auf einer 82 und dann noch Niklas Dorsch auf einer 81. Drei Spieler haben sich direkt mal entwickelt und wir gewinnen gegen Lüttich 3 zu 2. Damit der dritte Sieg. Paulinho verbessert sich auch noch auf einen Punkt, hat eine 79. Kobel wird beginnen, Udukai, Baka und Frimpong. Paulinho, Ibrahim, Amiri, Vargas und vorne Süle und Nketiah mal gegen die Kölner. Und wieder ist es mal Süle, der zuschlägt, 1:0 nach 16 Minuten bereits. Der ist einfach wunderbar, dieser Spieler. Auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr eine Karriere startet, holt ihn euch direkt. Ich weiß gar nicht, wo er direkt spielt. Das kann ich euch nicht sagen. Hier wunderbar, 1:0. Was für ein Tor von Süle. Und er erhöht nicht. Nketiah erhöht auf 2:0 in der 34. Minute. Nketiah auch ein sehr guter Spieler vom FC Southampton gekommen. Netzt direkt ein. Wunderbar. Das 2:0 auch einfach gespielt. Und dann geht am Torwart vorbei. Netzt ein 2:0 für Leverkusen hier im Derby gegen die Kölner. Und dann verkürzt Kainz per Elfmeter auf 1:2. Hier der Jubel von Kainz. Wir schauen uns das Elfmeter-Tor in der Wiederholung nochmal an. Ich hätte in der Mitte stehen bleiben müssen, dann wäre er vielleicht haltbar gewesen. So müssen wir leider das Tor hinnehmen und Köln verkürzt auf 1:2. Aber wir direkt im nächsten Angriff kam Adli hinein und mit einem Assist direkt auf Süle. Er markiert das 3:1. Damit ist es der vierte Treffer für Süle hier. Also der scheint eine sehr wichtige Personal in dieser Saison zu werden. Und dann gab es wieder Elfmeter. Diesmal ist es wieder keins. Und diesmal nicht in die Mitte, 2:3, 2:4 dann Süle. Es geht relativ flott mit den Toren. Hier erhöht er auf 2:4, beziehungsweise auf 4:2. Also sehr gut, wie wir in dieser Partie hier in Köln gespielt haben. Hier der Ball von Adli wieder. Und dann ist es natürlich Süle, der den Ball verwertet. Das 4:2 hier, also der Mann, also wenn man den nachts um 3 Uhr wecken muss, ich glaube, er macht ihn. Dann das 5:2 auch noch durch Adli. Das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel gegen den FC Augsburg, dieses 6:1, als Hahn direkt 6 Tore gemacht hat. Hier kam jetzt die Flanke von Baka und dann muss Adli nur noch einschieben. Das war allerdings nicht so geplant. Ich wollte eigentlich auf Süle passen, aber dann stand da Adli, macht das 5:2 und Süle mit 3 Toren bei 5 Versuchen. Das ist natürlich sehr effizient. Dann gab es das Pokalspiel gegen Wien Wiesbaden, 4:3 gewonnen und das letzte Spiel der Folge 2:0 gegen Mainz. Und dann in der nächsten Folge stehen die Spiele gegen Lüttich und Villarreal an und im Pokal treffen wir auf Paderborn, nicht noch auf Augsburg. Und wir schauen uns mal an, Paderborn ist weitergekommen gegen Leipzig, 2:1. Also wie gesagt, Villarreal wird gespielt, Paderborn, Köln, bzw. Düsseldorf, Wolfsburg, Bielefeld und Lüttich werden simuliert. Hier die Abschlusstabelle nach der 4. oder 5. Folge, Leverkusen auf der 2. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wünsche ich mich meinen Daumen nach oben. Vor allem vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.